Wenn man so viel unterwegs ist wie ich, dann merkt man, glaube ich, umso mehr, wie schön es ist, wenn man meist daheim ist. Die Leute, die man kennt, und die Umgebung, die ihm gefällt, wo man ist gross geworden. Schöne Landschaft. Im Winter das Skigebiet, wo ich gelernt habe, Skifahren. Ich glaube, das merkt man erst so richtig, wenn man eben lange nicht da ist. Hier hinten kann man im Winter eigentlich geht jeder auf die Ski. Das war bei mir auch so. Ich habe eigentlich im Winter nichts anderes gemacht. Oder ja, jede freie Minute auf der Ski gewesen, und so hat das angefangen. Der Skilift fast neben dem Haus von Manis zuhinterst im Diemtigtal an einem herrlichen Sommertag. Der Nils hat man hier nie zum Skifahren müssen zwingen, weiss der Gottfried Erb zu erzählen. Der Besitzer vom Skilift hat die ersten Schritte im Schnee vom heute 22-jährigen Supertalent miterlebt. Das sehe ich, wie es gestern war, wie er auf der Ski steht, wie er kommt zu fahren. Ich tue mich immerhin 40 Jahre mit dem Skirennsport auseinandersetzen. Ich bin selber auch Rennen gefahren, ich habe das schon auch gesehen. Aber mir hat das schon gleich mal gesehen, dass dort auch schon etwas mehr da ist als bei allen anderen. Im 2013 ist der Nils Manni Junioren-Weltmeister in Abfahrt geworden und seither fünfmal am Start eines Weltcup-Rennen gestanden. Dabei hat er sich zweimal in den Top 30 klassiert. Wegen seiner Verletzungen ist in diesem Jahr bis jetzt kein weiteres dazugekommen. Der ganze Rummel im Weltcup-Zirkus mit den vielen Zuschauern und Medien ist diesen Sommer im Diemtigtal sowieso noch weit weg und macht den bescheidenen Skirennfahrer auch nicht nervös. Da darfst du nicht unter Druck setzen, da musst du einfach das zeigen, was du kannst. Ich höre eigentlich auch nicht, was die anderen sagen oder was geschrieben wird. Und so. Ich glaube, da muss jeder auf sich selber gucken. Und da tut jeder, macht sich eigentlich selber Druck, aber Fossen tun nicht auch nicht zu hart hören. Die Ruhe ist eines der Markenzeichen der Diemtigtaler und vielleicht auch der Grund, warum das Tal immer wieder Top-Sportler vorbringt. Bei mal 2200 Einwohner kommen drei Schwingerkönige von hier und eben der Skiprofi Nils Manni. Wenn einer weiss, was das Tal so erfolgreich macht, dann der Bruno Reber von Diemtigtal Tourismus. Wir hatten auch gewisse Naturereignisse, die wir hin müssen, über ein Lager gehen oder auch sonst, wenn man mit so etwas aufwächst. Ja, dann ist man einfach gegenüber anderen Sachen eher ein bisschen ruhig und gelassen. Hier im Tal kann der Nils Manni durch den Sommer abschalten, runterfahren und zur Ruhe für einen stressigen Weltcup-Zirkus tanken. Rumliegen ist aber nichts für ihn, viel lieber packt er daheim mit an. Als gelehrter Landmaschinenmechaniker am liebsten auf den schweren Maschinen. Wir in daheim ging Traktor und beging gerne helfen zu bauen. Das hat mir schon von klein auf gefallen. Darum, ja, habe ich mich dafür das entschieden. Ja, ich tue fast lieber so etwas dort helfen, wenn irgendwo ans Meer liegen. Ja. Im Sommer macht man viel Kraft, sehr viel, und dann im Winter um viel Schein. Das ist, glaube ich, eine gute Abwechslung. Das ist jetzt nicht etwas, was mich anscheisst. Das ist überhaupt nicht. Ich mache es gerne. Mit Juli im Fitnesscenter zu Wilderswil. Das entzündete Knie macht praktisch keine Probleme mehr. Der Nils Manni kann wieder voll belasten. Eine schwere Zeit für das Skitalent und für den Fitnesstrainer Roli Fuchs scheint endlich überstanden. Wir mussten Tag für Tag gehen. Der Nils musste selber entscheiden, wo seine Belastungsgrenze ist, weil es eine relativ komplizierte Sache war. Man kann es schlecht nachweisen, aber es ist extrem schmerzhaft. Ich war, glaube ich, der Tag, wo ich ihm Geduld geben musste. Er war sehr, sehr ungeduldig. Es ist schon mühsam, wo man mit ihm viel machen. Es geht nicht, man sollte Pause machen am Gescheitsten. Es braucht einfach viel Geduld. Für mich war es so neu und mühsam, aber ja, ich habe etwas gelernt, glaube ich. Nicht einfacher gemacht hat es die Tatsache, dass sich Nils Manni zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere den Sommer durch nur dem Training konnte widmen. Das ist jetzt das erste Jahr, als ich aus der Lehre bin und kein Militär hatte oder so, wirklich voll auf das konzentrieren konnte.
So richtig können Gas geben hat der Nils Mani diesen Sommer einzig auf dem Bike. Auf das Trainingslager vom Swiss Ski Kader Südamerika hat er wegen dem Knie müssen verzichten. Stattdessen trainiert er jeden Tag im Kraftraum oder draussen in seiner Heimat im Diemtigtal. Ich gehe sicher im Sommer viel auf das Bike. Schon tipptopp hier, ich kann überall biken und schöne Touren machen. Der ist vor allem Zufall oder Zusammenfahren für dich, das trainiert? Ja, also für das Training sicher Zuche fahren und für die Freude die Sache fahren. Zusammenfahren kann er dann nach einer dreimonatigen Sommerpause im August endlich wieder auf den Ski geniessen. Nach der Saison im Sommer ist man, oder ich bin sicher froh, dass es noch etwas anderes gibt. Und wenn es immer gegen Winter geht, freut man sich dann schon mit Planen drauf, dass es um mich gehen kann. Schon im Herbst muss er dann aber wieder pausieren wegen einem Armbruch, den er sich im Training zu Österreich geholt hat. Der verheilt zwar schnell, weil er aber gleich einen grossen Teil des Sommertrainings verpasst, ist ein Start im Weltcup erst gegen Ende dieser Saison vorgesehen. Geht man vielleicht mit mehr Respekt schlussendlich in ein Rennen, wenn man eben so Verletzungen hinter sich hat? Nein, eigentlich nicht. Das wäre auch nicht gut, wenn man dann irgendwann Angst oder weniger drei Gänge. Also das glaube ich nicht, nein. Jetzt gilt es wieder vorzuschauen. In diesem Digital glaubt man schon lange daran, dass der Skiprofi den grossen Durchbruch in einer der nächsten Saisons schafft und unterstützt ihn darum auch schon seit Jahren. Wir hoffen sicher ein bisschen, dass er mit seinen Erfolgen, die er hat, dass er sich dort auch noch steigern kann, dass er den Namen Videohornbahnen weitertragen kann in die ganze Welt raus. Nicht nur ein Teamtigtaler oder Trainer traut ihm dank seinem Ehrgeiz und dem unbändigen Willen eine Weltkarriere zu. Ich traue einem Nils schon seit langem sehr viel zu. Es ist aber sicher so, dass er sich jetzt zuerst im Weltcup festsetzen muss. Aber Step by Step wird er seine Karriere machen, wenn er verletzungsfrei bleibt.